Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sins of the Solar Empire 2. Ja, wir können die Welt nicht verteidigen. Also er ist gerade zu stark und wir sind nicht stark genug. Wir werden unsere Flotte erstmal nur aufbauen. Wir haben keine Wahl. Wir brauchen mehr Forschung. Okay, lassen wir mal weiterlaufen. So, was brauchen wir? Wir brauchen mehr Kreuzer. Schwere Kreuzer brauchen wir. Können wir noch irgendwo einen auf Militär setzen? Ja. Ja. Die Welt wird fein. Also das ist gerade eine Übermacht. Da können wir nicht gegen angehen. Wir werden zurückkommen. Und hier unsere Welt noch stärker sichern auch. Gut, haben wir nicht? Ja, wir haben eine Schwerindustrie. Gut, wir haben alles hier, womit wir Schiffe bauen können. Es fehlt nur die Forschung. Bauen wir nochmal weitere Schiffe. Ja, wir haben den Planeten verloren. Und die Raumstation ist nie fertig geworden. Die verlieben wir auch. Das war ein großer Fehler, die Welt zu verlassen. Aber im Nachhinein können wir da nichts machen. Das kostet uns aber Forschungslabore. So. Können wir noch weitere? Ja, wir können hier nichts bauen. Wir können aber hier Militärforschungslabore sicherlich reinsetzen. Da, zwei militärische Forschungspunkte. Setzen wir nochmal rein. Okay. Wir haben gerade zu wenig Militär. Forschungslabore. Jetzt sind wir bei 7. So, wenn das fertig ist, sind wir bei 9. Die Überlegung wäre es tatsächlich, die Welt zu holen, weil die gerade ein bisschen was unterbricht. Aber warten wir erstmal hier ab. So, hier bräuchten wir auch mehr Waffen. Sternbasis Strahlen könnten wir sogar bauen schon. Okay, jetzt wird es erforscht und dann kommt hier der Rest. Kreuzer-Carrier und Unterstützungskreuzer der Jägerschiffe bauen kann. Sehr schön. Den werden wir auch mal forschen. So. Belagerungsfregatte. Wir brauchen auch noch ein paar Forschungsschiffe. Gehen wir zu unserer Heimatwelt. Und bauen dann mal 5 Spähkorvetten. Die sollen dann einfach mal sich ein bisschen umschauen. What now? So. What now? Da haben wir auch noch ein paar Schiffe. Die setzen wir auch noch mal rein. Das ist aber alles viel zu leicht.
Ich hätte gerne schwere Kreuzer. Ich suche mal nach schwer. Okay, das sind nur Geschosse. Da, der Prototyp, der schwere Kreuzer. Den müssen wir erforschen. Dann die Geschosse. So wenig Credits, aber... 1500. Ja, geben wir mal zwei rauf. Give the order. Research complete. Gut, jetzt können wir jetzt hier Trägerschiffe bauen. Und Robbekreuzer könnten wir auch gebrauchen. Javelin-Kreuzer brauchen wir auf jeden Fall. Aber wir haben halt keine Credits. So, ich würde auf jeden Fall gerne noch eine Unterstützungsflotte machen. Dazu brauchen wir ein paar Schiffe. Den Master Dreadnought würde ich bauen. Gerne bauen. Noch einen dritten rauf. Gut. Gerade haben wir hier ein paar Probleme. Die Erkundungsschiffe sollten gleich losfliegen. Oder die sind wahrscheinlich schon unterwegs. Und werden hier ein bisschen für uns scouten. Das ist die hier ist das Heimatsystem von unserem Gegner. Das hat er alles erobert. Ha. Ja, jetzt müssen wir bloß einmal hier nochmal rein. Oh. Wenn ich das richtig sehe. Bewegen wir uns aufeinander zu. Nein, ich sehe es falsch. Wir gehen so rum, Zero. Okay, alles gut. Aber ein paar einzelne Systeme gehen in die andere Richtung. Research complete. Okay. Dann bin ich mal gespannt, wie es am Ende wird. Wenn die Forschung abgeschlossen ist, werden hier noch ein paar schöne Sachen installiert. Ich muss noch die Geschütze einmal suchen. Die Strahlen. Der Titan, den hätte ich gerne. Das Radar brauchen wir. So, Planetenschild-Prototyp. Okay, es mangelt gerade an Credits. Genau, und wir haben zu wenig Credits, um weitere Credits zu kriegen. Also... Ja. Kriegen wir das hier einmal hoch. So, wir haben noch ein paar andere Welten, wo wir Commerce hochbringen können. Okay. Finally. Yeah, yeah. So. Können wir das erhöhen? Und das hier auch einmal. Ah, mehr Forschung. So, Forschungsupgrade brauchen wir. Alles klar. Aber wir haben hier schon mal ordentlich Garnison. Da ist niemand gerade. Und hier ist die Flotte. Immer noch. Wollen die einfach nur ihn angreifen oder wollen die gleich zu uns? Das wäre optimal. Gut. Nein, da wollte ich ja gar nicht rein. Schwere Garnison, das ist Forschung, forschen wir.
Militär 4. Wir brauchen 13 und haben 9. Dann erhöhen wir mal Militär so überall so ein bisschen. Da kriegen wir noch einen rein. Und hier, nein, hier kriegen wir kein Militär mehr rein. Munitionsfabrik könnten wir machen, aber... Raumstation in Orbit, wir halten mehr. Okay. Nochmal ein. Und hier haben wir das schon. In unserer Heimatwelt. So, schauen wir mal. Zwei Militär. Setzen wir auch nochmal rein. Und wir können noch zweimal forschen. Okay. Und die bleiben da erstmal. Ach ja, keine gute Situation. Planet Development finished. Wir müssen nur schneller vorankommen als die Javelin-Prototyp. Hangar-Flakgeschütze, Munitionsfabrik-Prototyp. Mehr Waffenschaden von unseren 50% Waffenschaden, wenn wir es reinnehmen. Wir haben ja aber keine weiteren Slots, die wir verwenden können dafür. So. Deshalb. Hochleistungs. Sprengkopf. Ich würde gerne so schnell wie möglich auf den Titan gehen. So, aber dafür brauchen wir natürlich noch ein paar andere Sachen. Bessere Panzerung wäre nicht schlecht. Grundlegendes Mannschaftstraining. Eltern der Wille nehmen wir auch nochmal. Für mehr Kulturwiderstand. Wenn sich da zurückziehen, erobern wir es. So, hier können wir nichts mehr machen. Verteidigung könnten wir hier nochmal einen reinsetzen. Brauchen wir gerade nicht. Können wir auch nichts machen. Sind wir auch durch. Nur in der Heimatwelt. So, und da möchte ich auch noch Platz für die Titanengießerei lassen. Kamerit-Vorrat. 4 Stück. Gehen wir mal direkt 4 rauf. So, machen wir mal einen Flugzeugträger. Oh, einen schweren Kreuzer dazu. 5 schwere Autocannons. Schauen wir mal, wo wir Kanonenschaden erhöhen können. So, in der Reihe geht das. Verbesserter Waffenschaden. Das ist ein schwerer Kreuzer, genau. Nehmen wir hier. Autokanonenschaden. Gut, das ist die Reihe, die wir abarbeiten müssen. Zivil gibt es sicherlich auch noch einiges, was wir tun sollten. Aber in der Defensive ist es halt ein bisschen schwerer. So, dann noch einen weiteren schweren Kreuzer. Zyradar, damit wir schnellere Aufklärung haben. Zyradar 2. Können wir noch bessere haben. Und Schnellsprungberechnung hätte ich auch gerne. So, schauen wir mal, was die Planeten können wir noch irgendwo ausbauen? Nein.
können ein bisschen Zivilforschung machen. Und wir können die Planeten erkunden. Da haben wir Chancen, seltene Ressourcen zu kriegen. Gut, dann werden wir versuchen, den Gegner einfach mit Masse an Schiffen zurückzudrängen. Bauen wir nochmal 5 Aufklärungsfregatten. So, was haben wir hier? Massenproduktion, mobile Korvettenfabrik. Die nehmen wir mal. Können wir bei ihm auch nochmal Korvetten bauen. Mal 5 Stück hier rein. So, gibt es noch was Schönes? Rüstungsreparaturkit ist auch sehr gut. Können wir einmal reparieren. Oder, dauert 30 Sekunden und 15 pro Sekunde. 3-mal einsetzbar und das ist 2-mal. So. Da, den Planetenschild-Prototyp. Den würde ich einmal bauen. Verhindert Schäden auf der Oberfläche des Planeten. Und dann brauchen wir natürlich noch ein paar. Also, wir bräuchten hier noch auf jeden Fall noch eine zweite. Noch eine zweite Raumbasis. Schnelllader, Waffenschaden erhöht sich dadurch. Okay. Ich würde jetzt gerne auf den Dreadnought gehen. Wenn wir die Credits haben, 3300. Wir nochmal 1000er verkaufen. Dann brauchen wir hier 2 Tavanit. Produzieren wir dann einmal. Und dann können wir ihn hier bauen. Dann teilen wir auch die Flotte auf in Unterstützung. Und Hauptflotte. So, das hier sind alles unsere Hauptschiffe. Alles leichte Fregatten hier, also ziemlich viele sogar. Unser Kreuzer, unser Carrier kommt hier auch nochmal nach hinten. Beiden Schweren nach vorne. Die lassen wir auch bei denen. So. Okay, dann kommt als nächstes. Wir warten mal, bis er anfängt, den zu bauen. Ja, ist gerade ein bisschen langweiliger natürlich. Wir werden hier nochmal 5 Aufsperrungsspähschiffe bauen. Und zu wenig Credits, aber wir haben jetzt genügend Raumbasen für Militär 4. Was bedeutet, wir können den Titan freischalten. So, dafür möchte ich aber erstmal den Dreadnought hier gebaut haben. Entweder falsch gedrückt. Hier ist es. Wir brauchen Tauranit. So. What now? Ihr seid 1. Where do you need me? Ihr seid die 2. Looking for something. Und dann schauen wir mal, ob da immer noch jemand ist.
Wir müssen ein bisschen was zusammensparen. Und dann können wir die Welt erobern. Und dann verteidigen wir die auch. Okay. Aber das soll es jetzt auch von dieser Folge gewesen sein. Auch wenn hier echt nicht so viel passiert ist, außer dass wir einen Planeten verloren haben. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Aber gerade müssen wir ein bisschen aufbauen. Dann schlagen wir zurück und dann das Ganze dann hoffentlich beim nächsten Mal. Tschüss.